Also wir haben ja jetzt entgegen dem, was wir eigentlich mal als Vortrag eingereicht haben, kurzfristig beschlossen, eigentlich heute Morgen beim Kaffee trinken, dass wir doch über den Staatstrojaner reden wollen und nicht über unser ursprüngliches Thema, nämlich die Frage, wie man Datenströme und überhaupt Daten analysiert. Und wir haben aber eigentlich heute Morgen gesagt, also wir wollen darüber sprechen, ihr wolltet hören. Und gerade auch angesichts der heutigen Veröffentlichung, auf die wir jetzt nochmal im Detail eingehen, haben wir beschlossen, irgendwie das Thema zu skippen und eben über den schönen Staatstrojaner und die Jagd auf denselben zu sprechen und hoffen, dass das in eurem Sinne ist. Oder hat jemand was ganz schlimm dagegen? Das sieht nicht so aus, dann können wir jetzt im Prinzip anfangen. Wir befassen uns ja schon länger mit der Trojaner-Problematik, also namentlich eigentlich seit dem Jahr 2007, kann man schon sagen. Und wir hatten bisher ja nicht so richtig viel in der Hand im Sinne von Binärdaten in der Hand. Aber die ganzen gerichtlichen Debatten, ich denke, die werden vielen von euch noch in Erinnerung sein. Das Urteil über die sogenannte Online-Durchsuchung, wie sie ja im Amtsdeutsch heißt, ist immerhin schon aus dem Jahr 2008, vom 27. Februar nämlich. Und da war ja schon für den Chaos Computer Club Andreas Bog einer der technischen Sachverständigen, womit wir also durchaus sagen können, dass der CCC an dem Urteil mitbeteiligt war. Und eigentlich seitdem ist ja die Debatte wieder so ein bisschen abgeflacht. Und mit der Veröffentlichung der Binärdateien zum Staatstrojaner kann man wohl sagen, dass die Debatte jetzt wieder einen neuen Höhepunkt erreicht hat. In gewissen Schwung geraten ist. Ja, wenn wir nochmal rekapitulieren, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum damals Bundestrojaner, da ging es ja darum, dass ein Landesgesetz angegriffen wurde. Nordrhein-Westfalen nämlich? Vor dem Verfassungsgericht, wo es darum ging, dass die dortigen Geheimdienste sagten, sie hätten gerne die Fähigkeit zur Online-Durchsuchung. Und im Rahmen dieses Urteils wurde dann ausführlich diskutiert, was geht denn nicht und welche Befugnisse hat der Staat. Und da gibt es halt eine interessante Passage in diesem Urteil, das Urteil hat uns ja ein neues Grundrecht beschert, nämlich das Grundrecht auf die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Fehlerfrei ausgesprochen. Ja, lange geübt, heute früh vom Spiegel. Und diese Passage zur Quellen-TKÜ ist halt insofern interessant, als dass die halt anfängt, so da denkt man so, wow, das werden sie jetzt bestimmt auch noch verbieten. Also sagen halt, okay, also wenn der Computer infiltriert wird, also es halt irgendwie ein Eindringen in diesen Computer gibt, um halt so eine Quellentelekommunikationsüberwachung durchzuführen, dann ist eigentlich schon das Schlimmste passiert so und dann geht eigentlich nicht so. Aber der Absatz endet mit einer Genehmigung, nämlich wenn durch technische und rechtliche Maßnahmen sichergestellt ist, dass ausschließlich Telekommunikationsdaten erhoben werden, dann ist eine Quellentelekommunikation als Überwachung möglich. Also es gibt einen kleinen juristischen Diskurs über diese Frage, eigentlich überraschend, denn das Urteil hat auch, also das Gericht wird nicht alle paar Jahre so ein Grundrecht konstituieren, dennoch blieb die Debatte in diesem juristischen Rahmen relativ klein. Innerhalb dieser kleinen Community gibt es aber durchaus eine große Majorität von Juristen, die sehr klar sagt, dieses Diktum aus dem Urteil heißt, dass es eine landes- und bundesgesetzliche explizite Regelung geben muss, denn Polizei ist ja Ländersache, also einmal für BKA bundesweit und aber für die Landeskriminalämter in den Landesgesetzen und dass natürlich auch die technische Absicherung erfolgen muss. Das ist eigentlich unstrittig, nur die Damen und Herren Politiker, die sich jetzt so öffentlich dazu geäußert haben, sehen das offenbar ein bisschen anders. Also um es nochmal zu sagen, diese technische Absicherung, da geht es halt darum, sicherzustellen, dass der dabei eingesetzte Trojaner keinerlei andere Funktionalität aufweist. Ja, es gibt zum Beispiel Nachladen von Schadcode. Zum Beispiel. So, das heißt also, dieser Absatz im Urteil ist ziemlich explizit, da gibt es eigentlich nicht besonders viel Interpretationsspielraum. Also da sind wir uns mit den Verfassungsjuristen eigentlich auch einig. Insofern ja, wir haben ja dann im Nachgang von dem Urteil auch dazu aufgefordert, auch schon davor, wenn jemand irgendwie Sachen findet, also wenn jemand denkt, er hat einen Bundestrojaner sich eingefangen oder einen Quellen-TKÜ-Trojaner, dann soll er den mal zu uns schicken und wir gucken uns das gerne an. Und tatsächlich begannen dann halt so vor einigen Monaten langsam Kontaktanfragen und Platten einzutrudeln mit der Frage, ist denn da was drauf? Wir waren uns anfangs, als wir dann die Images der Platten gemacht haben, überhaupt nicht sicher, dass wir da tatsächlich einen Trojaner finden und schon gar nicht einer, der ein Staatstrojaner ist. Insofern
der Tag, an dem wir den ersten von der Platte da gekratzt hatten, war schon echt auch zum Feiern, weil wir auch nicht erwartet haben, dass die Ermittlungsbehörden so dämlich sein können, dieses Programm nicht korrekt zu löschen. Und zwar also nicht, also wir haben es tatsächlich nicht erwartet, war einigermaßen überraschend. Ja, also mittlerweile können wir es ja sagen, eine der Platten, die wir da erhalten haben, stammte aus diesem sogenannten Landshut-Verfahren. Das heißt, das ist ein Verfahren in Landshut, wo es irgendwie um ja, quasi eine Online-Apotheke ging, aus der dann halt die Ermittlungsbehörden da halt irgendwie einen bandenmäßigen Medikamentenhandel oder sowas konstruiert haben. Schwere Bandenkriminalität, genau. Um halt eben auf die entsprechende rechtliche Hürde zu kommen. Und damit haben sie dann halt eben auch diese Genehmigung bekommen. Interessanterweise kann man sagen, diese Genehmigung da ist erfolgt wie eine normale Telekommunikationsüberwachung. Das heißt also, die rechtliche Grundlage, die sie da benutzt haben, war mitnichten irgendein Spezialgesetz in Bayern, wo sie gesagt haben, hier unter irgendwie diesen und jenen Voraussetzungen könnt ihr diesen Rechner trojanisieren, sondern die haben einfach eine normale Telekommunikationsüberwachungsanordnung benutzt. Was faktisch der 100a Strafprozessordnung ist, also genau. der typische Paragraph, wo all diese Kommunikationsabhörungen unter einer sehr langen Liste von Straftaten, die darunter fallen, ermöglicht wird. Also dieser 100a ist so eine Art Generalermächtigung. So der Generalermächtigungsparagraph. So, und die auf der Platte haben wir dann halt mit Autopsie halt gelöschte Dateien wiederhergestellt und da fanden sich dann so ein paar Dateien, die irgendwie fishy aussahen, unter anderem halt diese DLL, in der dann halt der Trojaner war und das System-File, in dem halt eine Kernel-Extension ist, die auch von diesem Trojaner benötigt wird. Und dann haben wir halt angefangen, uns die anzugucken und zu analysieren, haben da halt die Sachen gefunden, die man anhand dessen aus dem Kontext, den wir kannten, zu diesem Fall, nämlich halt, dass genehmigt worden war, Skype abhören und dass erstinstanzlich genehmigt worden war, Bildschirmfotos zu machen. Und genau diese Funktionalität haben wir dann auch gefunden, und zwar die Bildschirmfotos aus dem Browser. Dazu muss man sagen, der Hintergrund dieser Quellen-Telekommunikationsüberwachungsgenehmigung ist, dass die Behörden sagen so, naja, also wir haben hier immer mehr Leute, die kommunizieren halt verschlüsselt und da können wir halt nichts mehr tun. Also da sehen wir, wenn wir zum Beispiel den DSL-Anschluss abhören, sehen wir die Kommunikation nicht mehr, also müssen wir da irgendwie ran. Und deswegen müssen wir den Rechner infiltrieren, um zum Beispiel mit Screenshots aus dem Browser die Webmail lesen zu können. Es ist tatsächlich auch so, dass diese Quellen-TKÜ on top auf den anderen Überwachungsmaßnahmen gelaufen ist. Das heißt, Festnetztelefonie, Mobilfunktelefonie, Internetüberwachung, all das war natürlich schon genehmigt und wurde auch schon durchgeführt. Etwa quasi ja, das Sahnehäubchen und das LKA Bayern hat hier argumentiert, naja, es ist doch eigentlich nur so, dass wir sowieso schon eine Genehmigung haben. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch diesen Trojaner, um diese ja schon genehmigte Abhörung der Kommunikation praktisch durchzuführen. Also wie so eine Art, ja, wie soll man das eigentlich nennen? Es ist eigentlich nur eine gewisse technische Erweiterung, also die zum einen ja verfassungsrechtlich, grundgesetzlich, aber sicherlich auch technischen Riesenunterschied, der wurde da auch absichtlich und ja, muss man schon sagen, kleingeredet, kann man schon so sagen. Und wenn wir jetzt so sagen, wir haben, dann heißt es natürlich praktisch, dass es eine Gruppe im CCC war. Es war eine klassische Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten im Club. Wir meinen jetzt mit wir nicht wir beide, sondern wir meinen eine Gruppe im CCC, die unterschiedliche Fähigkeiten hat, weil eigentlich ist es ein klassisches Reverse Engineering Projekt, wo man also rückwärts versucht, die Funktionalitäten ja wieder zu ergründen und sich über den Funktionsumfang klar zu werden. Jo, dann kommen wir mal zum Funktionsumfang. Genau, wir haben da diese schöne Grafik, die dankenswerterweise die FAZ erstellt hat. In der Mitte ist übrigens Starbuck. Entschuldigung, aber er ist, glaube ich, auch gerade gegangen. Ach nein, oben. Du bist ja so gemein. Frank kann ja mal erzählen, was das wirklich für eine Wanze ist. Genau, also der Grafiker, der die Grafik denn vorbereitete, der schickte mir dann irgendwann die Notiz, also er hatte dann also verschiedene Käfer da in die Mitte, meinte, er hat jetzt den genommen und es handelt sich dabei um die gemeine Stinkwanze. Gut, wir ausschließen können, dass es sich um Starbuck handelt.
aber funktional zeigt eigentlich diese Grafik eine ganze Menge. Wir hatten allerdings diverse Journalisten, die trotzdem noch diese Grafik erklärt bekommen mussten, weil so einfach war es dann doch nicht. Weil letztlich, wir reden schon über eine komplexe Technik und zu versuchen, das einer breiten Öffentlichkeit zu erklären, war so simpel nicht. Und da hat aus unserer Sicht natürlich auch diese grafische Aufbereitung, die wir so, glaube ich, hätten nicht leisten können, sehr geholfen. Ja, also was das Ding halt tut, ist eine DLL, die lädt sich in alle laufenden Applikationen rein, die mit der niedrigsten Prozess-ID, also in der Regel auf dem Windows halt die Explorer-Exe, ist dann die aktive Inkarnation. Die fängt dann an, nach Hause zu telefonieren zu diesem Weiterleitungsserver in den USA. Als erstes schickt sie halt irgendwie so ein paar Hallo-hier-bin-ich-Pakete, in denen auch dieser lustige String drin steht, der halt irgendwie C3PO R2D2POE. Genau, lautet, also halt ein Protokolldroiden, ne? Die Verschlüsselung auf dem ganzen Ding erfolgt nur vom Trojaner zum Server. Und wo wir dann echt nicht so schlecht gestaunt haben, als wir uns dann noch die nächste Trojaner-Variante angeguckt haben, die praktisch identisch war, die wir bekommen haben aus einer anderen Quelle, und da genau derselbe AES-Key drin war, also genau derselbe hardcoded AES-Key. Und später kamen ja noch andere Samples dazu und all diesen Samples ist überall derselbe hardcoded AES-Key drin. Also das ist die standardsymmetrische Verschlüsselung, die wahrscheinlich hier jetzt viele kennen, aber die ist in einem Modus, nämlich diesem sogenannten ECB-Modus, dort implementiert, der eigentlich auch schon damals, wo sich jetzt ein bisschen rausreden wollen, nicht Stand der Technik ist. Also da nicht, um Gottes Willen nicht, nee. Also der Bruce Schneier hat da gerade irgendwie auch einen sehr, sehr hübschen Kommentar dazu. Gut. Wir fanden überhaupt ganz gut, dass die internationale Presse doch aufgenommen hat. Also ich glaube, da hat Bruce Schneier in seinem Blog, was ja, glaube ich, sehr viele Leute lesen, gute Dienste geleistet. Ja, gut. Also das Ding, was das Ding tut in der Default-Funktionalität, ist halt Screenshots aus diversen Browsern machen. Übrigens nicht wie hier abgebildet aus einem Mac, sondern ist natürlich alles Windows, also 32-Bit-Windows. Ja, na gut, man kann ja auch Windows auf dem Mac fahren. Es benutzt die Skype API, um Skype abzuhören. Es macht Screenshots aus Chatprogrammen, also halt, hat halt Funktionalität, um alle möglichen Dinge zu tun. Das Interessante an der Konstruktion dieser Software ist, dass da eine Menge Dead Code drin ist, also Code, der mit ausgeliefert wird, der mit installiert wird auf die Platte des Betroffenen, der aber nicht angeschaltet ist. Und da sind dann so quasi so Sicherungen im Code, die halt rausgeknipst sind, wo dann halt mal so 10 Zeilen fehlen, zum Beispiel für den vollständigen Keylogger, oder noch so ein paar Zeilen fehlen, um daraus eine komplette Raumüberwachung zu machen, indem man einfach das Mikrofon anmacht. Der Code dafür ist komplett da. So, was der Modus operandi für Audio ist, dass Audio wird halt lokal aufgezeichnet in kleinen Chunks, wird dann durch Speaks gepiped, also den bekannten freien Audio-Codec, und dann nach draußen geschickt. Und sie haben dabei halt auch noch die Lizenz von Speaks verletzt, weil Speaks schreibt halt vor, dass bei der Verwendung halt zumindest irgendwo sichtbar für den User stehen muss, dass Speaks verwendet wird. Also wir haben dann mal irgendwie die Gelegenheit genutzt, einen entsprechenden Anwalt den Jungs zu empfehlen, damit sie mal ihre Rechte geltend machen können. Wir erwarten beim nächsten Staatstrojaner dann irgendwann ein Pop-Up-Fenster, was darauf hinweist. Also man sieht natürlich bereits dort auch eine Liste an Programmen, die potenziell für solche Screenshots vorgesehen sind, die aber natürlich auf dem Rechner des Betroffenen ja nicht vorhanden waren, aber das sozusagen alles schon mitgeliefert, weswegen man natürlich schließen kann auf den weiteren Funktionsumfang. Ja, also die Grafik ist an der Stelle ein bisschen simplifizierend, weil praktisch alle Funktionalität, die wir unten haben, ne, also bis auf die Kamera und die Sache mit den Dateien, aber Tastatureingaben und großer Lauschangriff, die Funktionalität, also den Code, der ist im Trojaner drin schon, der muss nicht nachgeladen werden, nur die Aktivierung muss nachgeladen werden. Ja, zusätzlich dazu haben wir, und das war dann, wo wir dann dachten, oh je, jetzt wird es aber richtig bunt, die Funktion gefunden, mit der man Code exekuten kann. So, und die ist halt eine normale Funktion, wie alle anderen auch. Die Schnittstelle sieht so aus, dass unverschlüsselt, unauthentifiziert vom Kontrollserver zum Trojaner kommuniziert wird. Also nachdem sich der Trojaner einmal beim Kontrollserver gemeldet hat, wartet er auf Input.
Und die typischen Kommandos, die man da so machen kann, ist zum Beispiel, gib mir mal einen Screenstream aus dem Browser. Das heißt, dann schickt er in schneller Folge niedrig auflösende JPEGs. Die kann man sich dann so Daumenkino-artig angucken. Aber man kann auch höher aufgelöste Bilder anfordern. Genau, also ein Single-Shot, Screenshots halt von höher aufgelöst. Wir wissen aus diesem Landshut-Fall, dass die halt einfach das Ding auf Full Auto gestellt haben und halt alle 30 Sekunden einfach einen Screenshot gemacht haben, wo dann halt einfach so Zehntausende von Screenshots aus den Browsern zustande kamen. Wir wissen, dass halt auch das gängige Vorgehen ist, denn wir haben ja in den anderen Fällen, die jetzt dann danach so kleckerweise an die Öffentlichkeit kommen, auch immer Fälle von 12.000, 17.000, 24.000 Screenshots. Also auch in den anderen Fällen war das gang und gäbe. Und die Grafik ist hier ein bisschen ungenau. Sie sagt ja hier, die Screenshots seien, weil es blau ist, gerichtlich genehmigt. Das stimmt soweit. Aber in dem speziellen Landshut-Fall ist ja gerade die Screenshot-Funktionalität als rechtswidrig vom Landgericht Landshut auch festgestellt worden. Insofern, also es war ursprünglich erlaubt vom Richter, aber ist natürlich dann in der nächsten Instanz, in der Betroffene hat sich ja gewehrt, als rechtswidrig festgestellt worden. Ja, also die Frage, ob die Durchleitung durch die USA grundgesetzkonform ist, ist eine sehr interessante. Also wir denken eher nicht. Da kommen interessante Rechtsfragen ins Spiel, die wir natürlich hier nicht näher ausführen. Wir sind schließlich Hacker und keine Juristen und wollen auch keine werden. Aber hier geht es natürlich auch um Souveränitätsrechte. Hier geht es natürlich um Fragen der Wirtschaftsspionage, all diese Dinge. Und wir konnten auch bisher von niemandem, und es haben sich ja viele mit sehr unterschiedlichen Statements jetzt zu Wort gemeldet, dafür eine valide Antwort bekommen, außer dieses Wischiwaschi, wir mussten verschleiern. Und warum die andere IP, die jetzt öffentlich wurde, im Bereich Düsseldorf Neuss, stehst du auf meinem Mikro? Im Bereich Düsseldorf Neuss war und dieser Command-Server in den USA stand, bleibt halt nach wie vor unklar. Wir gehen davon aus, dass es eine Empfehlung von Digitask war, weil ja in den Werbeunterlagen der Firma Digitask, die ja zugegeben hat, hier der Lieferant zu sein, dieser Vorschlag bereits gemacht wurde. Was man nochmal sagen muss, wie gesagt, die Kommando-Infrastruktur vom Server zum Trojaner unverschlüsselt, unauthentifiziert. Das heißt also, jemand, der diesen Server in den USA, der bei so einem Billig-Webhoster, so einem 19-Dollar-Klick-Hier-Webhoster steht, unter Kontrolle bringt oder auch nur dessen IP-Adresse irgendwo spoofen kann, ne, also zum Beispiel in einem WLAN oder irgendeinem Netz, wo halt so ein trojanisierter Rechner ist, kann diesen Trojaner komplett kontrollieren. Und zwar ohne große Probleme. Also wir haben das ausprobiert, eine Kontrollsoftware. Also irgendwie die erste Sache, als wir überlegt haben, okay, jetzt müssen wir mal so einen Kommandoserver bauen. Genau, also halt so ein Kontrollsoftware geschrieben, die wahrscheinlich ein besseres User-Interface hat, als das, was die Behörden haben. Aber wir sind schon ordentlich angepault worden dafür, weil wir hätten die Mac-User-GUI-Guidelines nicht eingehalten. Ja, das war dann so einer der vielen Momente, wo wir doch mal in die Tischkante beißen mussten. Ist eigentlich jemand von der Behörde hier, der uns sagen kann, ob sein, also Verfassungsschutz oder so, der sagen kann... Können die Herren vom Landesamt für Verfassungsschutz mal kurz aufstehen? Und sagen, ob ihre GUI besser aussieht als unsere? Nicht. Wir haben da leider keinen Vergleich, aber... Na gut, schade. Ja gut, also was geht mit dem Code-Nachladen ist eigentlich offensichtlich so. Also man kann damit alles tun. Damit ist die Sache halt klar. Also damit ist halt eben genau diese grundgesetzliche Widrigkeit eigentlich belegt. Und darum dreht sich halt jetzt eben natürlich auch die Diskussion. So, also die das wird ja auch ganz klar abgestritten. Zum einen nach wie vor, und auch wir gehen ja gleich darauf ein, wie die Aussagen da im Einzelnen sind, dass es faktisch immer noch eine Quellen-TKÜ gewesen sei, wird behauptet, das ist unsinnig. In gleicher Weise, wie behauptet wird, es sei nicht rechtswidrig gewesen, auch das ist längst festgestellt. Aber dazu kommen wir gleich nochmal im Einzelnen, denn unser Innenminister hat sich ja heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit einem Interview zu Wort gemeldet. Da wollen wir doch mal gerne drüber sprechen, denn aus meiner Sicht ist neben dieser technischen Unzulänglichkeit, die wir ja nebenbei auch noch aufgedeckt haben, und der Frage, inwieweit hier ja Schlamperei, Absicht oder auch nur mangelnde Kontrolle der Fall ist, das ist auch ein politischer Skandal aus unserer Sicht. Ja, also genau diese Frage, ist diese Hintertür, also dieses Code-Nachladen, ist das irgendwie Absicht, Unwissen oder Schlamperei, wird so, denke ich mal, die Diskussion der nächsten Tage bestimmen. Wir hatten ja eigentlich erwartet, dass Sie bei Ihrer Linie bleiben und sagen, okay, das war halt irgendwie, hat uns der Hersteller da eingebaut und wir wussten von nichts. Das hat sich ja mittlerweile erübrigt, denn diese Behauptung steht nicht mehr. Das haben Sie halt am Anfang gesagt, so, da haben Sie zwar gesagt, ja, wir hatten irgendwie Qualitätskontrollen, aber naja. Gut, so fangen wir halt an. Am 11.10., da war
unser lieber Innenminister gerade noch nach Afghanistan evakuiert worden, kurzfristig, in bester Gutenberg-Tradition, um ihn irgendwie von Mikrofonen fernzuhalten, bevor er irgendwas sagen kann. Da gab es ein Hintergrundgespräch einen Tag vorher im Bundesinnenministerium, wo sie diverse Journalisten gebrieft wurden. Ich weiß nicht, habt ihr denn bestimmt gesehen, so auf Spiegel Online hieß es denn so, aus Sicherheitskreisen verlautet oder... Das ist dann immer so ein Hintergrundgespräch mit 6, 7 ausgewählten Journalisten, zu denen wir aber doch durchaus auch mal Kontakte haben, sodass wir die Informationen aus diesem Hintergrundgespräch also erfahren haben, aber letztlich die natürlich auch in der Presse gelandet sind. Genau, also der Sinn von diesen Hintergrundgesprächen so pressetaktisch ist, dass man ohne ein offizielles Statement abzugeben, seine Linie halt in die Presse bekommt. Und das landet dann halt normalerweise sowas wie aus Sicherheitskreisen verlautet oder in Sicherheitskreisen wurde bekannt oder so. So eine Formulierung sind immer ein Hinweis. Ich weiß nicht, wie Sie da irgendwie das Wort Sicherheit pullen. Die sind dann halt immer ein Hinweis darauf, dass es dann halt so ein Hintergrundgespräch gab. Und dann kann man dann mal anfangen, so ein bisschen zu buddeln. Also in diesem Hintergrundgespräch passiert unter anderem Folgendes, dass nämlich das BKA sagte, also wir bei uns haben nichts verwendet, was so aussieht wie das, was der CCC da analysiert hat. Unter anderem, weil da drin zusätzliche rechtlich fragwürdige Ermittlungsoptionen drin sind. Aha, dachten wir so. Ist ja interessant. Das sehen Sie also erstmal so, dass hier der Rechtsbruch schon mal im Raum steht. So, und dann haben Sie halt auch noch gesagt, beim BKA, in diesem Gespräch, dass wann immer Sie feststellen, dass Sie eine Verlängerung der Maßnahme brauchen zum Beispiel oder eine Veränderung der technischen Infrastruktur brauchen, weil zum Beispiel der Anwender sein System geupdatet hat oder ähnliches, dass Sie dann eine Neuinfektion vornehmen. Das heißt also, dass Sie halt dann nochmal hin... Halten wir mal im Hinterkopf, brauchen wir nachher noch die Information. Also, dass Sie dann halt nochmal losgehen und nochmal irgendwie die Nummer mit dem USB-Stick am Flughafen machen oder eine infizierte E-Mail schicken oder... Das sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, wer es nicht gelesen hat. Also praktisch lief es in dem Landshut-Fall, also für den Trojaner, dessen Binärdateien wir jetzt veröffentlicht haben, so, dass der Mann, also der Pharma... Verkäufer oder Exporteur ist, bei der Ausreise am Flughafen in München eine Zollkontrolle fingiert bekommen hat, wo sie sich einen Rechner angesehen haben, um festzustellen, was ist das für ein Rechner, was läuft da für ein Betriebssystem. Und als er zurückkam am Münchner Flughafen, haben sie eine weitere Zollkontrolle fingiert, wo sie eben den Rechner ein paar Minuten aus seinen Augen genommen haben und ihm dabei den Schadcode aufgespielt haben. So, und weiter bekannt wird jetzt so nach und nach, dass es wohl auch gerade auf BKA-Ebene halt auch mehr Möglichkeiten zur E-Mail-Infektion oder andere Infektionsmöglichkeiten gibt. Da kann man sich eine Menge denken. Dieser berühmte Bodybuilder-Fall, von dem ihr jetzt bestimmt auch gehört habt, der Anabolika-Händler, der hat dann wohl eher eine E-Mail bekommen. Spiegel, die Printausgabe, wer die schon gesehen hat, also die haben auch mit wunderbaren Bildern illustriert. Das ist sehr schön illustriert, die Sache mit dem Bodybuilder und den Anabolika. Dieser Terrorist, Bodybuilder, der... Genau. Naja. Gut, okay, also wir behalten im Kopf, BKA sagt irgendwie bei uns nichts nachladen, weil nachladen böse. Ne? Und rechtlich fragwürdig. So, dann haben wir heute unseren Innenminister in der FAZ. Dieses Interview ist wirklich lesenswert. Jeder von euch sollte das echt mal lesen, um sich ein Bild zu machen unserer politischen Kultur. So, also der sagt halt, also wir brauchen diese Nachladefunktion, um halt irgendwie Updates zu machen, technisch nachvollziehbar, rechtlich ein bisschen schwierig. So, und er behauptet auch, dass die Beamten in der Lage waren, zu überprüfen, was Digitask dazu liefert. Wie genau, ist da erstmal noch nicht gesagt. Ja? Dann ist natürlich auch klar, wie die Forderung da lauten sollte. Aus meiner Sicht ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Behörden auf den Quellcode des Herstellers zugreifen können und ihn testen können. Überhaupt gar keine Frage. Und selbstverständlich auch dokumentieren, wie sie geprüft haben. So, und interessant ist jetzt hier die Formulierung, sind Ihre Beamten denn in der Lage... Also Ihre bezieht sich auf den Hoheitsbereich des Bundesinnenministers, heißt nicht die Landesbehörden. Nochmal für den Hinterkopf. Also ich meine, der schwarze Peter geht jetzt so ein bisschen vom Bund zum Land. Ne? Eigentlich hätte den ja der Hermann aus Bayern, weil er war ja nur irgendwie der Rechtsbrecher, aber irgendwie wollte der Friedrich den schwarzen Peter so gern zurück. Der muss sich gerade ins Flammenschwert stürzen irgendwie. Gut. Warum macht er das? Nun, im Spiegel von morgen findet sich diese lustige Passage. Die Version, also digitale, kann man ja schon bekommen. Genau. So, da steht dann halt irgendwie, dass die deutschen Fahnder bei Digitask in den Quellcode schauen konnten und sehen konnten, was es tut. Damit ist halt vollkommen klar, die können nicht mehr sagen, sie wussten nicht, was sie da tun. Ich bitte vielleicht mal, weil einige nicht lesen können. Also, hier, was hier steht, ist...
dass es gleichzeitig die Aussagen widerlegt, wonach die Behörden nicht genau gewusst hätten, zu was der Trojaner technisch in der Lage ist. Das ist natürlich auch irgendwie, wenn man jetzt mal so logisch denkt, klar. Also, okay, es macht eine hohe Annahme, nämlich, dass die Behörden in der Lage waren, Quellcode zu lesen. Aber das wollen wir Ihnen gerade mal doch irgendwie des Arguments halber unterstellen. Naja, die Frage ist, okay, nehmen wir mal an, Sie haben den Quellcode gelesen, ja? Ist ja vielleicht auch gar nicht so weit weg. Da müssen wir uns dann natürlich auch fragen, was ist denn eigentlich mit den Sicherheitslöchern, die Sie da offen stehen lassen haben, dann passiert? Haben Sie die nicht gesehen? Waren die noch in Ausbildung? Waren die Ihnen egal? Also da muss man natürlich, egal wie, ob Sie den Quellcode angesehen haben oder auch nicht, schon genau diese Frage stellen. Haben Sie die Sicherheitslöcher nicht gesehen? Wollten Sie sie nicht sehen? Also da stellt sich wieder diese Absichtsschlamperei, mangelnde Kontrollefrage, auf die immer noch keine adäquate Antwort gegeben ist. Ja, dann ist natürlich noch die interessante Frage, nämlich... noch aus demselben Interview. Genau, also wir beziehen uns alle auf dasselbe Interview. Und zwar war ja die Frage, ist denn die Sache mit den Screenshots irgendwie rechtmäßig? Ne? Also dürfen die dann Screenshots machen? Aus dem Browser. Was bedeutet, dass man, wenn man sich da zum Beispiel eine E-Mail, einen Draft schreibt oder Google Docs benutzt? Oder Chat. Oder Chat. Chat ist was anderes. Aber wenn man Wieso musst du einen Chat auch nicht abschicken, wenn du einen Browser hast? Gut, okay. Oder halt nur tippst, aber nicht abschickst. Also wenn du sozusagen Dinge tust, die keine Kommunikation sind, sondern nur Notizen oder so, die sind halt im Browser, aber sie sind keine Telekommunikation in dem Sinne, dass eine Kommunikation zwischen zwei Menschen ist. So, und da hat das Amtsgericht Landshut ziemlich klar, in einem ziemlich klaren Urteil gesagt, nee, so widerspricht irgendwie Geist und Buchstaben des Verfassungsgerichtsurteils, irgendwie dürft er nicht, ist rechtswidrig. Und jetzt haben wir hier einen deutschen Innenminister, ja, der ist der Meinung, dass also das, was irgendwie die bayerische Staatsregierung als Rechtsauffassung hat, einen höheren Stellenrang hat, als was ein deutsches Gericht entscheidet. Und naja, das ist doch, also man sollte dazu sagen, das Innenministerium ist traditionell auch immer das Verfassungsministerium. Ja. Also, was ich eigentlich an dieser Aussage besonders interessant finde, ist gar nicht mal, dass er sagt, okay, also das Landgericht Landshut hat hier eine andere Rechtsauffassung und die bayerische Staatsregierung hat da eine andere Meinung, das kann man vielleicht noch vertreten, das ist nicht ein oberes Gericht, sondern eben quasi in der Mitte, liegt ja nicht, ist höher als ein Amtsgericht immerhin, aber auch noch nicht ein Oberlandesgericht oder der BGH oder Verfassungsgericht. Aber was er letztlich in dem Satz danach sagt, ist für mich eigentlich auch der politische Skandal, weil er sagt, entscheidend ist, wir müssen in der Lage sein, Kommunikation zu überwachen. Und damit sagt er doch eigentlich, Gesetze hin oder her, Urteile aus Karlsruhe hin oder her, wir müssen in der Lage sein. Und das ist aus meiner Sicht eine totalitäre Auffassung, die er da in deutschen Zeitungsinterviews äußert und die man aus meiner Sicht, die ihn das Amt kosten wird. Aus meiner Sicht ist der nicht mehr haltbar. Weil letztlich sagt er, es ist uns ganz egal, was die Staatsregierung für eine Rechtsauffassung vertritt und schon erst recht egal, was das Landgericht sagt und am Ende auch egal, was das Urteil aus Karlsruhe sagt. Das Entscheidende ist, wir müssen in der Lage sein, Kommunikation zu überwachen. Mit dieser Begründung kann man eigentlich jede Form des nicht rechtsstaatlichen Verhaltens im Prinzip begründen. Und ich finde, aus meiner Sicht muss er weg. Mal abgesehen davon, dass man natürlich in Schritt 2 auch fragen muss, ob jemand, der so argumentiert und auch von so einer großen politischen Dummheit geprägt ist, unser Innenminister sein sollte, was ich natürlich noch dazu sagen will, neben der Frage, wie auf welchem Boden der Verfassung der steht. Also aber er hat noch ein paar mehr Kracher in dem Interview. Wir hatten heute Morgen wirklich Spaß beim Lesen. Jupp. Mach nochmal weiter. Er sagt, er wird jetzt hier nochmal gefragt nach den Innenpolitikern der Union und auch nach den Datenschutzbeauftragten, die ja alle, auch über die Länder hinweg natürlich, darüber gesprochen haben, dass es hier rechtliche Grauzonen gibt, und zwar in der Opposition und Koalition. Natürlich hat sich hier die Opposition sehr kritisch geäußert, in Land und im Bund, aber durchaus auch eigene Parteifreunde und insbesondere in der Koalition die FDP haben natürlich von den rechtlichen Grauzonen gesprochen, die unbestritten bestehen. Denn wir erinnern nochmal daran, wann wir am Anfang sagten, in dem Urteil zur Quellen-TKÜ, also in dem Urteil zur Online-Durchsuchung, wo die Quellen-TKÜ angesprochen ist, da ist natürlich ganz klar die Aussage, es braucht rechtliche und technische Absicherung. Das hieße natürlich auch, dass diese rechtliche Absicherung in Landes- und Bundesgesetzen
vorhanden sein müsste, die aber nicht da ist. Und entsprechend sind genau diese rechtlichen Grauzonen begründet, was unser Innenminister mit dem knappen Satz, dass es keine rechtlichen Grauzonen gäbe, beantwortet. Natürlich auch eigentlich nicht haltbar, wenn man sich das mal juristisch und auch logisch überlegt. Ja. Dann wird nochmal nachgehakt, also die FAS, das war, glaube ich, Herr Tomek und Frau, ich habe leider, muss nochmal nachlesen, wer Interview geführt hat, haken dann nochmal nach und sagen, ja, aber da gab es doch die zigtausend Aufnahmen von den Bildschirmen, also die Screenshots, die bei dieser Quellen-TKÜ gemacht wurden. Und da sagt er, das ist eine Frage, die unter Juristen umstritten ist. So, also es gibt halt eine, also die muss dazu sagen, die die Bayerische Staatsanwaltschaft hat die Entscheidung des Landgerichts nicht angefochten, die ist rechtskräftig. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass es halt da irgendwie noch Zweifel gäbe oder halt ist irgendeine Art von Aussicht darauf gäbe für die Bayerische Staatsanwaltschaft, dass sie das irgendwie in der nächsten Instanz nochmal gekippt bekommen, sondern die haben halt gesagt, na gut. So. Ich glaube, den Hinweis sollte man jemand auf den Schreibtisch stellen. Ich weiß nicht, meinst du kein Englisch? Ja. Aber er hat sich auch explizit zum CCC geäußert, das müssen wir natürlich jetzt hier auch mal kurz sagen. Ja. Also das Erste war, das ist sozusagen die Eingangsfrage des Interviews, wo er ja auf den CCC angesprochen hat, dass wir irgendwie dem Chaos in unserem Namen alle Ehre gemacht haben. Ja. Das nehmen wir doch auch gerne als Kompliment. Ja. Weil das Chaos also haben wir doch offensichtlich bei den Handelnden da verursacht. Wenn er da Missverständnisse hat, die bei ihm entstanden sind, dann können wir natürlich gerne helfen, die aufzuklären. Aber wir haben da gerade nicht so viele Missverständnisse, glaube ich. Also die Aussage, dass die Landesbehörden völlig zu Recht darauf hingewiesen hätten, dass sie die Grenzen dessen, was rechtlich zulässig nicht ist, nicht überschritten haben, stimmt natürlich so auch nicht, weil natürlich einige der Landespolitiker sehr wohl eingeräumt haben, eben genau, dass hier die rechtlichen Grauzonen bestehen. Also er dreht sich da so irgendwie seinen Reality Distortion Field hin. Am Ende des Interviews wird er dann aber nochmal gefragt, wie er die Rolle des CCCs denn sieht. Und da kommt er dann noch mit dem Riesenlob. Er schätzt unsere Expertise und die Leute sind gut. Nun ja. Okay. Sind wir eigentlich... Jetzt sind wir gerade mit den Folien durch. Okay. Also wir wollten eigentlich nur noch mal kurz die Genese so ein bisschen schildern, aber uns war gerade die Aktualität der Durchsagen, die wir heute über die Presse jetzt noch mal live kriegen, schon wichtig. Denn ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darauf zu bestehen, dass dieser Innenminister seinen Hut nimmt. Und wenn der Herrmann so weiter argumentiert, finde ich, sollte er gleich mitgehen, weil beide aus meiner Sicht nicht mehr zu halten. Ja. Meine, und es stellt sich halt auch die ganz grundsätzliche Frage nach der tatsächlichen faktischen Fähigkeit unserer Behörden zur Verfassungstreue. Also wenn die sich da so rauswieseln und sagen so, ja, wir mussten hier Verfassungsbruch begehen, weil es technisch so praktisch war. So. Wir wollen da bei der Gelegenheit natürlich immer mal darauf hinweisen, was jetzt in der Presse relativ wenig berichtet wurde. In manchen Artikeln war drin, dieser Trojaner für die Quellen-TKÜ ist natürlich mitnichten zwingend. Denn wir sollten uns das immer bewusst machen. Im europäischen Raum wie auch in Deutschland ist natürlich eine Abhörschnittstelle bei allen kommerziellen Telekommunikationsanbietern verpflichtend. Das trifft auch auf Skype zu. Skype ist ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und gehört eBay. Entsprechend ist natürlich über den Anbieter von Skype ein Telefonat und auch ein Chat auszuleiten. Das heißt natürlich, dass ja die Infiltration des Rechners nicht stattfinden muss, sondern natürlich auch der gangbare Weg über den Anbieter genommen werden kann. Offenkundig ist es aber so, dass Ihnen der Trojaner, den Sie ohnehin jetzt schon hatten, eine einfachere Methode war, an die Daten zu kommen und den rechtlich einwandfreien Weg zu umgehen. Und dann noch ein bisschen mehr. Und, außerdem, und noch ein bisschen mehr. Außerdem haben sie schon so viel Geld dafür ausgegeben. Also Bayern hat das Ding ja im Jahresabo gekauft bei dem Spiegel. Für 220.000 Euro. Genau. Und das BKA hat wohl sowas wie 15.000 Euro pro irgendwie 3-Monats-Pack bezahlt dafür. Ja. Also ich finde, was noch dazu kommt, ist natürlich auch ein Forderungskatalog, den wir uns überlegen müssen, den wir auch in Zukunft natürlich vertreten wollen. Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass schlicht die Infiltration von Rechnern, zumindest von Windows-Rechnern, wie wir sie hier gesehen haben, auch im Bereich 64-Bit, wie gehen wir damit um, dass es technisch schlicht möglich ist, dass es Anbieter gibt in Deutschland und in Europa und anderswo, wo man solche Software kaufen kann? Also das heißt, wie sollen die Forderungen sein? Das Erste ist wohl, da werden sich, glaube ich, sehr schnell alle einig sein,
man hat zu erwarten, dass die Behörden, die das einsetzen, die Software prüfen, auch nicht nur nach ihrem Funktionsumfang, das sowieso, sondern auch nach der Qualität, die sie dort geliefert bekommen haben, all das ist hier unterblieben. Zum anderen ist aber natürlich dieser Test definitiv auch zu dokumentieren und vor allen Dingen für die Betroffenen später in Gerichtsverfahren natürlich vorzulegen, denn man muss auch immer daran denken, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, dass hier Betroffene zu Unrecht beschnüffelt wurden und dass sie im späteren Gerichtsverfahren die Möglichkeit haben, zu beweisen, was eigentlich wirklich auf ihren Rechner gemacht wurde. Das ist nicht trivial, das ist ohnehin schwer, aber das ist wohl eine Mindestforderung. Letztlich sind wir aber, wenn wir darüber nachdenken, zu dem Ergebnis kommen, dass für die Quellen-TKÜ eigentlich eine Infiltration des Rechners überhaupt nicht erlaubt sein sollte. Und das sollte auch eine Forderung sein, die wir sehr klar kommunizieren. Die sollen nicht die Rechner trojanisieren, wenn sie Skype abschnorcheln wollen, weil sie können sich schlicht an den Anwender wenden und das sollten sie auch tun. Ja, dazu kommt natürlich noch das grundsätzliche Problem, dass wenn der Rechner einmal infiltriert ist, dann kann man ihn eigentlich nicht mehr als Beweismittel im Strafprozess verwenden. Also schon gar nicht, wenn der, so wie bei diesem Trojaner, praktisch für jeden Dahergelaufenen, der irgendwie weiß, was er tut, die Möglichkeit offeriert, auf diesem Rechner Code auszuführen. So, das heißt also, der Rechner ist nicht potenziell infiltriert, der ist nachweislich infiltriert und trotzdem werden diese Rechner dann beschlagnahmt und als Beweismittel eingeführt. Also die Daten, die aufgefunden werden. Und als Asservat mit dem Trojaner zurückgegeben. Ja. Und die forensische Integrität ist halt einfach nicht mehr gewährleistet. Das heißt also, im Strafverfahren solche Trojaner zu benutzen, halten wir für völlig indiskutabel. Das heißt, das muss man, Sekunde noch, also man muss das gleich unterscheiden. Wir müssen uns erinnern, dass das Urteil zur Online-Durchsuchung ja ein Verfassungsschutzgesetz war. Und immer wurde dort argumentiert mit dem präventiven Bereich. Also Gefahrenabwehr. Genau, Gefahrenabwehr. Man müsse also bestimmte Gruppen infiltrieren können. Da war auch immer von Terrorismus und organisierter Kriminalität die Rede. Und faktisch sehen wir jetzt aber einen ganz anderen Einsatz. Wir sehen das im Strafprozess, also im Strafermittlungseinsatz und wir sehen natürlich eine Kriminalität, die mit diesen schwersten Verbrechen, die da immer aufgefahren werden, wenig zu tun hat. Wir sehen den komischen Bodybuilder, wir sehen irgendwie Betäubungsmittelgesetz und wir sehen eine Online-Apotheke. Und insofern ist natürlich da generell zu fragen, ob diese Machtmittel für diesen Bereich auch wegen den Fragen der Beweissicherung zugelassen werden sollten. Und natürlich, also wird jetzt hier wenig überraschen, wir finden nö. Vielleicht noch eine letzte Sache zu der präventiven Ermittlung und der Frage der Online-Durchsuchung, also der vollständigen Fernsteuerung. Da ist es natürlich, glaube ich, eine andere Frage. Letztlich würde es da darum gehen, ob wir dort eine Regelung akzeptieren, die so ähnlich ist wie beim großen Lauschangriff, also der Wanze im Schlafzimmer, wo man ja jetzt irgendwie so ein Maß gefunden hat, dass man das 6-7 Mal im Jahr bundesweit anwendet, also wirklich in schweren Fällen und wo eben auch die Hürden sehr hoch sind und wo sich jeder Ermittler überlegt, ob er diese Mittel einsetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass man das akzeptiert. Ich persönlich fände es nicht schön, würde aber einsehen, dass in einigen Fällen, in sehr ausgesuchten Fällen mit hohen Hürden und natürlich einer guten Qualitätssicherung möglich ist. Aber ehrlich gesagt, weiter drunter ist meine Kompromisslinie derzeit nicht. Nee. Wenn es jetzt Fragen gibt, da sind wir gerne bereit, die zu beantworten und sucht euch mal ein Mikro. Haben wir noch ein Saalmikro? Meine Frage ist, es gab doch mal diesen Hacker-Tool-Paragraphen. Ja, besteht da die Möglichkeit, irgendwie personelle Konsequenzen zu ziehen für die Leute, die das eingesetzt haben? Na, der Punkt ist, dass man kann natürlich Ermittlungsverfahren danach anstrengen, aber ich vermute mal, die Aussicht wird eher begrenzt sein. Ja. Weil sich ja um eben den Einsatz im behördlichen Auftrage und nicht zum Zwecke des Begehens einer Straftat handelte. Also wir erinnern uns ja daran, dass die Beschwerdeverfahren gegen diesen 202c, also den Hacker-Paragraph, ist ja so geendet in Karlsruhe, dass kein Verfahren aufgenommen wurde, aber eine längere Begründung geschrieben wurde, die diesen Paragraph so ein bisschen interpretiert, also mehr als der Gesetzgeber ihn selbst interpretiert hat. Wir waren ja daran auch beteiligt, denn der CCC hat ja eine Stellungnahme geschrieben und letztlich stellt das Gericht ja nur auf den Zweck ab. Und der Zweck, man kann da wahrscheinlich nicht konstruieren, dass irgendwie die Ermittler da die Böswilligkeit unterstellt bekommen. Wenn das aber jemand versuchen würde, vor so Lulz auch. Also der Popcorn-Faktor ist bestimmt hoch. Ja. Okay, nächste Frage.
Gibt es zu dem Thema Veränderung des Rechners durch Installation des Trojaners und eventuelle Beweisunwirksamkeit schon Urteile, höchstrichterlich womöglich? Nee. Also das Verfassungsgerichtsurteil kann man dazu heranziehen, weil sie genau dieses Problem daran doch relativ ausführlich beleuchtet haben. Aber nicht bei Infiltration, sondern bei Beschlagnahmen? Naja, bei der Infiltration spielt es auch durchaus eine Rolle in der Urteilsbegründung. Achso, du meinst jetzt Online-Durchsuchungsurteil, ja. Genau, so, also da gibt es durchaus eine Menge Sachen, die da drinstehen und die man halt im Zweifel verwenden kann. Da ist es halt so, dass es halt meines Wissens noch keine niederinstanzlicheren Urteile dazu gibt, die sozusagen dieses Urteil anwenden. Vermutlich werden wir das jetzt sehen, also weil zumindest der eine von diesen Bodybuildern, der sitzt gerade 4 Jahre im Knast und will halt ein Wiederaufnahmeverfahren, indem er halt diese Beweismittel für nicht zulässig erklären lassen will. Das ist auch einer der Punkte, die wir auf der politischen Ebene fordern, dass also es in Deutschland auch das geben muss, was es im angelsächsischen Recht gibt, nicht diese sogenannte Fruit of the Forbidden Tree. Das heißt also, dass die Einführung eines Beweisverwertungsverbots für illegal erlangte Beweismittel, weil nur so werden Behörden auch davon abgeschreckt, solche Aktionen zu unternehmen. Weil solange es so ist, dass sie, wenn sie Beweismittel illegal erlangen und die trotzdem hinterher verwenden können, weil der Richter sie einfach zulässt vor Gericht, was er derzeit kann, gibt es halt da kein gegenteiliges Incentive für die Behörden, sowas nicht zu tun. Also wir haben da auch in anderen Bereichen in Deutschland doch ein bisschen ungeklärte Lage, denn ähnliche Fragen stellen sich durchaus auch bei der Beschlagnahme, nämlich dann, wenn du belegen willst, dass dein Rechner tatsächlich, also dass zum Beispiel nur das unveränderte Image analysiert wurde. Also auch da gibt es in Deutschland durchaus ziemliche Grauzonen, weil keine klare Belegkette existiert, die dokumentiert angelegt werden muss. Also das gibt es eigentlich sogar im Bereich, der jenseits der Infiltration ist. Da würde ich mir schon länger mal wünschen, dass es da klarere Regeln gibt, auch gerade dann, wenn nicht die Landeskriminalämter oder BKA selber analysiert, sondern sie analysieren lassen. Das ist ein Problem, das wir aber seit Jahren beklagen. Ich glaube, also ich selber habe mal mit einem Richter zusammen beim Kongress dazu einen Vortrag gehalten, dass es Unmengen an beschlagnahmten Rechnern gibt, aber einfach wenig Belege, was dann eigentlich passiert, wenn die erstmal in die Kammern da wandern und inwieweit es belegt ist. Schwierige Sache, denn platzieren kann man natürlich auf Platten auch in diesem Wege etwas und nicht nur über einen ferngesteuerten Trojaner. Ja, also wir können konstatieren, die momentane Lage im Bereich digitale Beweismittel in Deutschland ist ziemlich erbärmlich. Ja. Also hat nichts mit dem zu tun, wie es sein sollte, hat auch wenig mit dem zu tun, was man im Fernsehen sieht. Ist von den Zahlen her unerträglich. Also jede Hausdurchsuchung wegen jedem Kleinzeug nehmen sie erstmal halt elektronische mit. Und ich denke, da müssen wir versuchen, die Debatte hinzubringen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass unsere ausgelagerten Gehirne wegen jedem Unsinn mitbeschlagnahmt werden dürfen, sondern dass es da auch eine Schwelle gibt. Das ist halt derzeit eigentlich, das wird gang und gäbe und das macht jeder. Und die Lager sind da quasi voll mit Telefonen und Rechnern. Und Gleiches gilt halt auch für den Zugriff zum Beispiel auf ausgelagerte Daten, wie zum Beispiel Facebook-Profile und Ähnliches, die halt geschlossen sind, also die nicht für jeden offen stehen. Das ist ja, glaube ich, der 103, die sogenannte Online-Durchsuchung Lite, wo man also entfernte Festplatten durchsuchen kann. Ja. Das ist auch das ist problematisch. Also auch Beschlagnahme von beim Anbieter gelagerten Daten, weil wir haben ja zunehmend die Situation, dass immer mehr Leute ihre Daten in der Cloud lagern. Und der Zugriff auf diese Daten... Die anderen, meinst du, lagern ihre Daten? Immer mehr Menschen tun es, ja. Also ich meine, ich weiß nicht. Ja. Hier welche? Gibt es hier etwa Cloud-User? Also die nicht verschlüsselte Daten in ihrer Cloud? Naja. Na gut, also sollte man vielleicht nicht so tun, weil die Daten sind dann noch unsicherer als auf der heimatlichen Festplatte, weil die Zugriffshürden sind halt extrem gering. Also da sind wir eigentlich ein bisschen bei dem Thema, was wir ursprünglich hier heute besprechen wollten. Denn ich denke, die ganze Debatte auch darum, wie diese Facebook-Generation, wie sie jetzt genannt wird, über was wir heute eigentlich reden wollten, die wird uns jetzt wieder um die Ohren gehauen. Ja? Wenn wir uns daran entsinnen, also Andreas war ja zum Beispiel für den CCC gerade in dieser Phoenix-Runde, ja? Selbstverständlich wird das Verhalten dieser Facebook-Generation immer wieder angeführt als so eine Art Ausrede. Freibrief, ja. Genau, und ich möchte da mal auf eine Sache hinweisen, die gerne vergessen wird. Der Punkt ist, wenn man seine Grundrechte nicht ausübt und sie freiwillig weggibt, dann werden sie nach und nach einfach nicht mehr existieren. Das ist eine alte Weisheit und an die sollten wir denken, wenn wir
die neuen tollen Services benutzen. Das heißt, es gilt auch in diesem Bereich sensibler zu werden, weil wir werden politisch diese Exhibitionisten, Facebook-Leute immer wieder vor den Latz kriegen. Das ist leider nicht zu ändern. Und ich denke, dass auch das eine Ausübung von Grundrechten ist, an die wir denken sollten. Zumal man eben, wie gesagt, immer bedenken sollte, die additiven Effekte, die dadurch entstehen, dass der Staat auf diese Daten mit praktisch trivialen Zugriffshürden zugreifen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass man denken sollte, irgendwie nur weil die Daten in den USA liegen, kommen diese Daten nicht ran. Im Gegenteil, Facebook hat eine sehr, sehr große, also wie alle Google hat auch eine sehr, sehr große Abteilung, die nichts weiter macht als Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und die schicken die Daten bei im Wesentlichen auf Zuruf. Ja. Google macht das ja transparent sogar, da kann man ja mal einmal im Jahr nachlesen, wie viel sie da an welche Behörden weitergegeben haben. Ja. Anyway, das war ja eigentlich nicht unser Thema heute. Aber genau. Eigentlich war das Thema, aber das haben wir ja nur geskippt. Okay. Test. Ja. Die Frage ist ganz kurz, die hat Constanze eigentlich indirekt gerade schon beantwortet. Kann ich nicht nur Code, sondern tatsächlich auch Dateien über diesen gefundenen Trojaner hochladen? Also die Schnittstelle selber ist dafür vorgesehen, es funktioniert so, man schickt dann das Kommando 14 hin, schickt dann eine Länge der Datei, man schickt dann das Executable und ein Parameterfeld. Und dann wird die Datei ausgeführt. So, und was man in dieser Datei macht, ist einem freigestellt und darin kann man dann zum Beispiel auch einen Dateidropper oder ähnliches unterbringen, der auch Dateien so droppt, dass sie forensisch nicht mehr zu unterscheiden sind von Daten, die der User angelegt hat. Das ist the very definition of Bundestrojaner, nichts anderes. Ja. So, also, noch Fragen? Ja, und zwar zwei Sachen. Einmal, wie sieht es eigentlich mit dem Strafgesetzbuch 202 aus gegen den Hersteller der Software? Weil da ist ja eigentlich steht geschrieben, dass die Herstellung von dieser Software auch strafbar ist. Und zum Zweiten ist ja in der Presse jetzt sehr viel diskutiert worden, okay, ist das legal, nicht legal? Die Innenpolitiker, die lügen sich ja da, bis sich die Balken biegen, das haben wir ja schon festgestellt. Aber was bislang auch wenig wirklich in der Presse aufgetreten ist, ist, was hat es mit dem Server in den USA auf sich? Eben, was für Konsequenzen hat das? Und eben auch, ist es für die Firma Digitask erlaubt, das herzustellen? Also die zwei Sachen sind da ein bisschen in der Diskussion untergegangen und ich glaube, die dürfte man nicht untergehen lassen. Gut, also zu diesem 202c Thema ist es halt so, dass der, also ich vermute, dass es halt, man kann es halt aus des Popcorn-Faktors halt versuchen, aber es wird halt. Aber nicht gegen Digitas, das halte ich für unmöglich, weil es ist im Auftrag und das ist auch genau, wogegen wir nicht argumentieren sollten. Weil das ist, was alle Firmen, die im IT-Security-Bereich machen, die sichern sich über die Auftragslage ab, damit sie nicht in diesen 202c fallen. Also die Interpretationsgrundlage des Verfassungsgerichts ist auch sehr eindeutig. Also in der Ablehnung der Beschwerde gegen den 202 ist klargestellt worden, dass der nur zur Anwendung zu kommen hat, wenn die Intention einer Straftat bestand. So, und da die da nicht bestand, ist das nichtig, also passiert das halt nicht. Würden wir auch gleichzeitig allen Leuten, die im TCC-Umfeld in diesem Bereich irgendwie arbeiten und Penetrationstests machen oder dergleichen, die sich immer über diese Auftragslage absichern, denen würden wir da, glaube ich, ganz schön gegen den Fuß treten. Ja, genau, also das bringt halt wenig Sinn. Mal abgesehen davon, dass natürlich aus meiner Sicht auch mal eine Debatte zu führen sein würde über diese Firmen, wie sieht es denn mit deren Firmenethos aus, also ich meine, das sollte man eigentlich auch mal machen. Was arbeiten da eigentlich für Informatiker und wie machen die das mit ihrem Gewissen ab? Das ist nochmal eine andere Frage, aber die ist natürlich irgendwie, die steht ja oft über solcher Software. Ja. Wie schätzt denn jetzt die Sache in Niedersachsen ein? Also ist es wahrscheinlich, dass Schünemann Scheiße erzählt und die haben trotzdem den von Digitas genommen? Ist das eine rhetorische Frage? Natürlich! Du musst was zu Schünemann sagen, ich kann nichts zu Schünemann sagen. Also könnte es möglich sein, dass sie natürlich was komplett anderes genommen haben, was vielleicht auch noch in anderen LKAs oder auch im BKA verwendet wird, dass es noch einen schlimmeren Trojaner irgendwo da draußen gibt? Also wir wissen von zwei weiteren Herstellern. Also wir wissen einmal von einem Trojaner, der von der Firma, wie heißen die, Era IT Solutions in der Schweiz hergestellt wird. Ich habe es nicht im Kopf, in welchem Bundesland der zum Einsatz kam. Und der zweite Trojaner ist wohl einer, der im Bereich von der Landesverfassungsschutzbehörde zum Einsatz kam, ist von der Firma Gamma,
Und dabei handelt es sich wohl eben genau um dieses Finnfischer-Produkt, was auch in Ägypten da zum Einsatz kam, was da irgendwie durch die Presse lief. Was jetzt genau da in NRW gelaufen ist, werden wir dann hoffentlich in dem Untersuchungsausschuss lernen, den wir da im Parlament wohl definitiv sehen werden. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass der Schünemann möglicherweise von seinen Beamten nicht vollständig informiert wurde. Nein, echt? Ja gut, okay. Ja. Haben wir ein Mikrofon nach hier vorne? So, vielleicht eine Sache, bevor, also wir nehmen auch zur Analyse, falls jemand Binärdaten oder Quellcode anderer Staatstrojaner hat, nehmen wir natürlich sehr gerne entgegen. Achso, da noch eine Anmerkung zu. Wir haben einen Haufen von potenziellen Verdachtsfällen, die dadurch entstehen, dass Leute sich das Binary Sample runterladen von unserer Webseite und dann ihr Virenchecker anschlägt und sie dann natürlich in Panik verfallen. Also wenn jemand zu euch kommt und irgendwie sagt, bei mir ist was angeschlagen, dann guckt erstmal nach, ob das File sich im Browser-Cache befindet, weil meistens ist das nämlich der Fall. Und dann könnt ihr die Leute schon wieder beruhigen. Wenn es eigentlich nicht der Fall ist, so, wie gesagt, schickt uns eine Mail. Es gibt ja auch mal Firmenaussteiger. Ja, ich meine, wir wissen nicht, was ihr früher in euren Berufen gemacht habt. Und wenn euch euer Gewissen quält, wir helfen. Gerne. Ja, mich würde noch interessieren, ihr habt das ja reverse-engineert. Wie viel Prozent habt ihr ungefähr rausgefunden? Also wir haben Teile einfach nicht betrachtet. Also gut, ein paar Details. Also das ganze Ding ist in C++ geschrieben, das heißt, das ist halt ein bisschen lästig zu lesen. So ist halt, also der, wer schon mal C++ reverse-engineert hat, wird es wissen. Wir hauen auch die IDA-DB, also die IDA-Datenbank, die kommt noch, die werden wir veröffentlichen. Die IDA-Database dazu wird es halt noch geben, die ist halt einfach noch nicht komplett fertig. So, ne? Wir haben Teile ignoriert, zum Beispiel halt die gesamte Skype-Funktionalität, die relativ umfangreich ist, weil die nun keinen großen Erkenntnisgewinn bracht. Sind Teile drin, die wir noch nicht komplett verstanden haben, wie halt immer bei solchen Projekten. Ich würde mal schätzen, wir sind jetzt sowas bei, vermutlich sowas wie 60-70% der Code-Coverage in der Analyse. Wie gesagt, kommen uns natürlich die anderen Versionen so ein bisschen dazwischen, wir müssen ja auch so ein bisschen vergleichen. Also das Binary ist halt draußen, wenn ihr da selber Spaß dran haben wollt. Wie gesagt, die IDA-DB, ich kann nicht versprechen, dass wir es noch diese Woche schaffen, aber irgendwie relativ bald wird es halt auch die IDA-DB geben, dann könnt ihr da auch nochmal drüber tun, wenn ihr Lust habt. Genau, also das wäre meine Anschlussfrage. Habt ihr noch weitere Veröffentlichungen vor? Ja. Yeah. Popcorn! Das war eine rhetorische Frage, oder? Ich möchte mich für diese gute Dokumentation bedanken. Daraus konnte man sehr gut erkennen, wie man seine Firewall anpassen kann. Das war der Sinn, ja. Ja, man kann auch, ich habe schon interessante Zuschriften von Universitätsprofessoren bekommen, die jetzt dann ihren Grundschulstudenten noch ein bisschen mehr Assembler beibringen wollen und so. Ich fand Also wer sich jetzt mit solchen Projekten nicht auskennt, man hat auch durchaus echt was zu lernen. Also wir haben auch was gelernt, oder? Ja, ein bisschen. Auf der anderen Seite fand ich aber sehr, sehr schön den Feedback, den ich dann so von so den Geisteswissenschaftlern bekam, die ja so gerne Firmentoren lesen, wo dann echt sich so ein paar geoutet haben mit so, ja, also früher, da habe ich auch noch so Z80 Assembler gemacht, so von so Literaturwissenschaftlern und so. Fand ich auch sehr, sehr hübsch. Und die freuten sich denn, dass sie dann mal so ein Codelisting in der FAZ fanden. Wir sollten mal eine Sonderausgabe der Datenschleuder machen, nur mit den Zuschriften zu Ohren gezapft. Ja, das stimmt. Weil, was sich da anfindet, passt in keine Schleuder, das ist unglaublich. Okay. Ja, weiter? Wenn es keine weiteren. Für die Leute, die vergessen haben, die Fast zu kaufen, gibt es dann noch einen Nachdruck? Kann ich mal fragen, ob es noch welche gibt? Also ja, ich glaub, die ist tatsächlich ausverkauft. Also, die haben ein paar mehr gedruckt. Könnte sein, dass noch Emittenten da sind. Ich kann mal nachfragen. Ja. Nee, kann ich gerne nachfragen, ob es da noch welche gibt. Und dann verteilen wir die über die Clubstrukturen. Das wird schon klappen. Also, wer kann, sollte sich die heute mit dem wunderbaren Friedrich-Interview. Da gibt es noch zwei weitere Artikel, die ganz interessant sind, weil die FAZ hat auch noch mal die Akten aus dem Landshutverfahren analysiert. Da ist auch noch mal ein Artikel drin, wo klar wurde, BKA im Zuge des Landshutverfahrens die Unwahrheit gesagt hat. Also die ist auch so noch mal ganz interessant, also wer das lesen will. Ich habe mir die jedenfalls auch auf Papier gesichert. Ja. So wegen Langzeitarchivierung. Mehr Fragen? Auch eine Form von Papier ist geduldig. Genau. Erstmal ganz kurz, weil das jetzt jemand schon angefangen hatte, von mir auch nochmal vielen Dank für die gute Dokumentation und die coole Arbeit.
Hoffentlich müssen wir jetzt nicht demnächst für Konstanze und Frank hier Personenshots organisieren oder so. Nach dem Jahr. Nee, also. Naja, also wir bekommen interessanterweise auch eine Menge Sympathie aus den Sicherheitsbehörden. Ne? Also ob man mag es nicht erwarten. Das ist schon mal gut. Also es ist halt so, dass wir halt auch von Leuten aus BKAs und LKAs und auch anderen Sicherheitsbehörden auf Landesebene durchaus Zuspruch erfahren, in dem Sinne, so dass es schön ist, dass da einer mal irgendwie den Finger in die Wunde legt. Insofern machen wir uns da gar nicht so viel Sorgen. Okay. Ich habe keine direkte Frage. Es ist im Prinzip nur ein kurzes Outen und ein bisschen in den Rand, den vielleicht einige schon aus einem vielen bekannten Blog kennen. Also ich bin Piratenmitglied und wir haben jetzt gerade hier nochmal in dem Vortrag hier wunderschön eine riesen Liste bekommen von Dingen, die man fordern kann. Wir haben zwei Rücktrittsforderungen, die im Raum stehen. Und es ist von Seiten der Piraten noch nicht viel zu hören, beziehungsweise gar nichts wirklich. So. Und deshalb wollte ich bloß nochmal in diesem Kanal ja auch nochmal einen Aufruf starten an alle Piraten, die hier sitzen oder die den Stream hören. Haut den Bundesvorstand an oder guckt, ob wir selber da eine Pressemitteilung zusammengezimmert kriegen. Wir müssen da irgendwas machen. Das ist gerade absolut peinlich. Ich würde das erweitern wollen, eigentlich auf alle demokratischen Parteien, dass also eine Frage ist, inwieweit man das Ende einer ordentlichen politischen Kultur akzeptiert oder dass man zumindest also irgendwie Innenminister hat, die halbwegs rechtsstaatmäßig bewandert sind. Also ich glaube, das würde ich fast auf alle Parteien erweitern wollen. Das sollte man halt schlicht nicht gefallen lassen. Und auch die Aussitzen, also die kohlsche Aussitzen-Methode sollte hier nicht akzeptiert werden. Also das würde ich jetzt nicht nur auf die Piraten beziehen, sondern eigentlich auf alle, die wenigstens noch einen gewissen Teil in der politischen Kultur behalten wollen. Wobei die Piraten natürlich gerade besonders gefordert sind, weil sie alle so schön vor denen zittern oder zitterten. Insofern zitterten, ja. Macht mal was, liebe Piraten. Hier. Ich glaube. Einen haben wir noch. Okay, aber das ist wirklich der letzte. Genau, einen haben wir noch. Nee, erstmal, ich bin auch Pirat und ich sag jetzt mal so, ich. Ja, ja, ja. Das ist nicht so schlimm, sich zu outen, das ist nicht mehr so peinlich. So. Du meinst, wir brauchen noch keine Selbsthilfegruppe Anonyme Piraten? Hoffen wir mal nicht. Nee, ich bin jetzt mal so ganz dreist und sag mal, wir fordern einfach mal so wegen den Verwertung von den illegal erworbenen Beweismitteln, können wir eigentlich mal fordern, dass wir jetzt die Politiker bespitzeln würden. Was ihr in der Piratenpartei fordert, das bleibt euch überlassen. Nein, nicht als Privatperson jetzt mal so, aber. Na gut. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier vorne am Ausgang.